Krasses Intro mit Spezialeffekten und dampfender Musik. Wobbel, wobbel. Aktivier die Glocke! So, untersuche die Absturzstellen. Folgen Sie den Rauchsäulen und erstmal Verletzung heilen auf G. Er macht einfach so einen halben Spagat. Er steht so, als hätte er einfach komplett keinen Bock auf irgendwas heute. Ich habe keinen Kaffee in der Absturzstelle gefunden. Doof. Okay, also das sieht schon ziemlich realistisch aus. Krass. Die Spielfigur ist so nah. Okay. Well done, Motherfucker. Ziel ausgeschaltet. Ich bin übrigens Carsten Stahl. Mit L auf die Bewaffnung zugreifen. L! Ja, ja, L wie Loadout. Ja, ja, aber ist halt trotzdem so ein bisschen eine... Meine Leute. Also ungewohnt. Also ich hätte jetzt mit G gerechnet, weißt du? G wie Gear, so von Armor. Oder einfach Tab für Inventar. Aber naja. Drücken Sie 5 bis 9 und 0. 5. Granate. 6. Habe ich nichts. 7. 8. Das ist der Epipen. Oder sowas. 9. Das ist mein Medipack. 0. Okay. 5. Ich bleib bei der Granate. Lass mich raten. Tot? Okay, die erste Absturzstelle ist untersucht. Jetzt müssen wir zur zweiten. Leck mich am Arsch. Müssen wir uns jetzt hier durchkämpfen? Ich gehe. Wir gucken uns auch ein bisschen die Welt an, würde ich sagen, oder? Freunde und Freundinnen. Das heißt, wir gehen überall mal so ein bisschen gucken. Checken ab, was die Entwickler so irgendwo vielleicht noch hingelegt haben. Guck mal da zum Beispiel, das ist doch ganz cool. Wie bewegten sich das Wasser? Och ja, guck mal, das kann man doch. Für so einen ekelhaften Dreckstümpel hier kann man das schon machen, oder? Ja, ja, das ist okay, finde ich. Ich weiß, was das heißt, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Summoning? Summoning. We are summoning the devil. Was? Ach, ich habe einen Durchschuss versucht. Habt ihr gesehen? Kugel ging aber nicht durch. Die blieb in seinem Scheißhirn stecken, Alter. Gedacht, die fliegt weiter und ich krieg so einen Double Kill, Mann. Bruder, also das ist echt geschmacklos, ne? Wenn du tot bist, noch ein Selfie von dir machen, Alter. Sag mal, wechselt der automatisch die Schulter? Das finde ich aber nicht so cool. Das kann man, glaube ich, auch irgendwie ausstellen. Ich glaube, das steht auf dynamisch oder sowas, ne? Naja. Ja, guck mal, der wechselt halt automatisch. Wobei, ist gar nicht so verkehrt. Mal gucken, wie man so damit klarkommt. Zack, Schulter gewechselt. Krass. Mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes drin? Eine Weste. Nice. Muss ich die erst auswählen? Loadout. Gott, ist das ein Drecksloch. Hier kommen die nie lebend raus. Was auch immer die... Ah, Anfall, Granate! Deckung, in Deckung! What? Okay. Granatenradius ist so antischmackhaft. Stealth Kill plus 100. Warte mal, mein Supersoldat-Instinkt hat gebimmelt. Zwei Leute wieder. Geh gleich wieder zurück zur Absturzstelle. Aber das hier ist schon die nächste. Die habe ich schon mal geklärt. Aber weißt du was? Komm, wir gehen jetzt erst dahin. Der hat gerade einfach nachgeladen. Ich habe gar nichts gedrückt. Ja, so. Das war die Beta, Freunde. Nice, hat Spaß gemacht. Kappa. Das Feuer sieht, nun. Ach so. So, Gegner mit hoher Stufe. Tutorial ansehen. Geil, wie macht man das denn? Wie kann man den Gegner mit hoher Stufe töten? Gefährliche und sehr gefährliche Gegner haben eine entsprechende Markierung über ihren Köpfen. Ich würde sagen, wir scheißen auf die hohe Stufe und machen die einfach so platt. Weil es Wichser sind. Oh shit, oh shit, oh shit. Hey, das ist ein fucking Fehler, hä? Hä?
ist ja noch eine Beta, das ist voll verbuggt, Alter. Lul, das ist voll verbuggt. Fuck! Immer diese Betas, ey. Early Access, man merkt das voll, Alter. Voll, ey. Okay, ein Versuch noch, dann gehen wir weiter. Dann spielen wir das Spiel so, wie es gespielt werden sollte. Und zwar noch nicht jetzt mit High... Dingens Gegnern, bla. Zeig dich, Penner. Ey, ey, ey. Hallo. Du wirst gerade angeschossen, Kollege. Ah, okay, es ist halt tot. Bereit? Was? Wo? Ah! Geh in Deckung. Clear. Easy. First try, ist so. Ja, das stellt jetzt wieder so in Frage. Warum soll ich jetzt mit meiner Stufe aufsteigen, wenn ich gerade mit Level 1 oder 2, keine Ahnung, was ich gerade überhaupt war, 150er platt gemacht habe. Aber auch wieder echt gut, dass Level 150er mit einem Kopfschuss sofort sterben. Geil! Einen Fliegerhut! Ja, das hat sich ja gelohnt hier. Und ich kann auf eine Deagle wechseln mit einer Pistole, Alter. Also von der... Er sieht aus wie der letzte Dulli, Alter. Egal. Egal. Folgen Sie dem Pfad hinter den antiken Ruinen. Ihr Ziel liegt in den Bergen zwischen zwei Wasserfällen. Toll. Wow. So eine Scheiße. Mit was schießt ihr denn? Ist 22er oder was? So, hier haben wir schon das erste Mal einen Fuhrpark. Krass. Okay. Motorrad. Straße ist ziemlich nass. Ich glaube, ich finde diesen SUV hier ziemlich cool. Diesen Dodge Ram Verschnitt. Ford Raptor Verschnitt, wie auch immer. Steep Peak. Scenery. Ah, komm, den fahren wir, oder? Der ist am unauffälligsten. GTA 6 ist an dieser Stelle auf jeden Fall bestätigt. Außer der Sound. Der klingt kernig und scheiße zugleich. Hat man echt selten. Testen wir nochmal das Präzisionsgewehr. Miese Präzise, Digga. Wartet, ich bin auf dem Weg. Ich bin ein Sniper. Moment, ich muss hier kurz durch das Dorf. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein riesiges Vogelhaus? Die Vögel will ich nicht sehen hier. Uff. Oh, warte, da ist ja noch was. Ah! Ich gehe hier nach dem Wasser drin rein. Pass auf, zack, ich bin getarnt. Ich bin ein Frosch. Das verstehen die nicht, verstehst du? Gut. Die denken sich jetzt gleich, wieso schießt dieser Frosch auf mich? Die sind bestimmt tot. Was? What the? Das hat jetzt keiner mitbekommen? Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Ich gehe einfach in den Kofferraum. Ich verstecke mich, okay? Mal gucken, wie dieser Wagen klingt. Klingt wie mein Rasierer, Alter. Kann man eigentlich aus dem Auto rausspringen? Ja. Oh, Weitsicht. Was machen die denn da? Ob die kiffen? Scheiße, warum muss ich denn jetzt in die Richtung? Wartet mal, wie groß ist eigentlich das Gebiet, in dem wir uns hier befinden? Ja, also die Karte ist schon, nice. Oh, warte, da ist ein Gegner. Ich hab doch ein Präzisionsgewehr. Präzise! Die Waffe ist nicht präzise. Der Mensch, der sie abfeuert, ist präzise. So eine Scheiße.
völlig außer Puste jetzt hier gleich, der arme Kerl. Und warum ist hier einfach mitten im Wald eine fucking Kiste? Point of Interest. Oh mein Gott! Nee, 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 du Gesicht, Alter. Jetzt reicht's mir hier aber, ne? Also ich wollte euch eigentlich richtig ehrenhaft mit der Sniper killen. Aber jetzt bekommt ihr eine fucking Granate in die fucking Fresse. Wisst ihr das? Einfach so. Und zwar ihr hier. Ihr hier. So, zack, guck mal. Immer gerne, Freunde. Lernt vom Besten. Was? Wie hast du das überlebt, Alter? Thumbnail ist da. Guck mal, der läuft so, als hätte der schon an der Hacke richtig Blasen an den Füßen. Oder? Das ist das Schlimmste. Blasen an den Füßen, an der Hacken, ey. Was spielst du eigentlich am meisten? Also ich spiele am liebsten, könnte man sagen. Am liebsten spiele ich Shooter. Und zwar Survival Games, sowas wie DayZ. Aber mittlerweile nur noch in gut. Und da gibt es recht wenig von. Deswegen bin ich dann auf Roleplay abgedroschen. Und mittlerweile versuche ich meinen Kanal aus dieser RP-Szene so ein bisschen rauszuziehen. Und wieder ins Allgemeine reinzugehen. Also ins allgemeine Shooter-Genre wie Battlefield, Call of Duty, Modern Warfare. Wir haben die Beta sehr krass gespielt. Ja. Voice Crack. Also die flogen sich jetzt in Wildlands schon nicht so geil, aber ich bin mal gespannt. Wir müssen ja erstmal hier in diese Tropfsteinhöhle. Sie ist nass und feucht. Das ist ja mal ein ganz schön krasses Tarnnetz hier, Alter. Oha. Passieren. Digga, wie läuft er? Was ist das für ein Ort? Das frage ich mich allerdings auch. Hier mal wohnen, Alter. Leck mich am Arsch, das ist ja schon geil. Boah, daraus mal... Ey, Leute! Warte, ich brauch Höhlenatmosphäre. Ey! Das hier wird das neue Airbnb! Also, wer hier noch weiterhin wohnen will, an mich wird hier Zeit, ihr Pisser! $100 die Nacht. Dann nicht. $100 die Nacht. Scheiße, Mann! Mein Airbnb geht nicht auf! Okay, meine wahre Identität... Kassensteig, Zugriff! Bleib liegen, Mann, ich pack dir den Nacken! Ich pack dir den Nacken! Was bist du? Gürteltier! Komm um meine Hose! Das erste Mal Helikopter. G-Licht, WASD, nicken. Okay, wie kann ich denn hoch? Shift? Jo, und Steuerung runter? Okay... Ja. Entspann dich bitte, Helikopter. Bis gleich. Okay, wir sind an der Mission. Okay. STG. Ich wollte aber eigentlich an die Leiche. Was geht? Ich war jetzt so auf den Helikopter konzentriert, dass ich nicht gelesen habe, was ich hätte machen müssen. Gefangene lokalisieren, nördlich von Harris Forest. Ah ja. Was ist denn das? Eine Polizeidrohne? Was geht, Mann? Du bist frei. Dahin. Okay, komm. So. Hier ist er sicher, dann liefern wir den mal ab hier, ne? Hier ist noch ein Böser unterwegs. Genau da, bei der Stelle, wo ich einen Gefangenen hinführen soll, ist... Hallo? Einsatz abgeschlossen, geil, ey. Wie fühlen Sie sich? Super verwirrt, frustriert. Verwirrt, Alter. Kann ich mich jetzt eigentlich auch noch umentscheiden und sagen, ich bin Arschloch? Was sind das für Manieren? Oh, tatsächlich. Gib mir all dein Zeug, du Arschloch. Ich lasse es wie ein Unfall aussehen. Sag mal... Eigentlich alles in Ordnung hier? Warte mal.
Bist du der hier gerade? Ah ja! Na, warte! Er lebt noch? Ich schieß dir einfach in den Hodensack. Ach so, davon stirbst du jetzt. Ja, klar.